Wow. Es tut mir ja leid. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider and Lara Croft and the Guardian of Light and Tomb Raider and the Lara and the Croft and the Guardian and the Light. Verfolgen Sie Xolotl zum Inselgrab, erkunden Sie ihn Giftsumpf. Levelkarte verfügbar. Wie du einfach redest, während sie redet. Ach so. Ja, das habe ich nicht gehört. Nun. Lara, red mal. Schwätz deutlich, Junge. Lara ist kein Junge, finde ich. So, ich finde schon. Das Gebiet wurde durch den Spiegel vergiftet. Oh, ist das krass. Ja, ich sollte es ein bisschen lauter. Einer hat gefurzt. Ihhh. Alles ist voller Furz. Jetzt aber nicht mehr. Tschüss. Ich bin unwichtig. Martha ist unwichtig. Die Musik kommt mir sehr bekannt vor gerade. Ich glaube, die ist auch in Tomb Raider... Underworld. Underworld, ja. Der ganze Soundtrack ist aus Tomb Raider Underworld. Ja, das hast du schon mal gesagt. Aber wo war jetzt dieses Musikstück? Es kommt mir sehr bekannt vor. In welchem Bereich von Tomb Raider Underworld? Underworld. Okay. Nein, ich weiß In dem Bereich, wo es um die Underworld ging. Ah, da war auch Tomb Raider ein bisschen dabei gemischt worden. So, guck mal. Es regnet, aber ich habe einen Regenschirm. Gefällt er dir? Ah, nee, ist irgendwie unpraktisch, finde ich. Wieso? Da schlafen einem doch die Arme ein. Stell dir mal vor, du musst den ganzen Tag so einen Regenschirm so halten. Das mache ich immer so. Das heißt dann, deswegen sagt man auch immer Ellbogengesellschaft. Och nee. Warte mal, ich muss mal gleich. Feuerbaran. Ach ja, genau, ich hatte diese. Warum? Ich muss mal kurz Optimierung vornehmen. Wieso habt ihr das hier umgestellt? Ich hätte diese Waffe gerne und. Ich habe nur 3 Waffen. Ich hatte doch mehr als 3 Waffen. Nee, du hattest 3 Waffen. Tonpfeil, Steinpfeil. Was gibt's hier eigentlich noch Cooles? Minus Verteidigung finde ich schon mal nicht gut. Das kann ich so nicht unterschreiben. Auch nicht mit dieser Tonfeder. Irgendwie hat das alles Minus Verteidigung. Ja. Das hier. Tempo, was auch immer Tempo ist. Kann man schneller karschen. Global Cooldown schneller rum oder was? So, jetzt hier, springen wir auf mein Schild. Anmachspruch, guter Anmachspruch. So. Yay. Haben die 10 kommunistische Schädel. Weil die rot sind, oder was? Ja, ja. Nee. Weshalb denn sonst? Weil es Schädel sind? Ja. So, ich habe keine Ahnung, wie wir das regeln. Was genau tust du? Ich wollte gucken, ob man die kaputt schießen kann. So, wir können hier lang, glaube ich. Hier ist wieder so eine lustige Kugel. Ah! Das ist scheiße. Nun. Ja. Oh. Wow. Es tut mir ja leid. Tschüss. Ja, mit Schleifen ist. Ich hab's halt schleifen. Deine Leiche lassen, ist ja. Mit Schleifen. Das okay. Wie? Ach, die müssen wir da hochsprengen bestimmt. Ja. Boah, das ist natürlich nervig mit diesen Furzdingern. Ja, die Furzdinger hätten sie echt weglassen können. Geil, oder? Ach nee. Boah, wie der aber auch instant umkippt, der Typ. Ja, es tut mir leid. Wir dürfen die Dinger einfach nicht berühren. Ja, leg deine Bombe bitte dazu. Sonst wird das nie was. So, 3, 2, 1, 0. Ja. Geil, oder? Ja, wir müssen die ein bisschen weg von der Wand bewegen, fürchte ich. Boah, furzt doch nicht immer. Ja, tut mir ja leid. Nein! Die Dinger kriegen das, erledigen das schon für uns. Stell dich mal hinter die Kugel und furz. Dann hat das den gleichen Effekt. Nein, ich habe keine Lust. Man muss... Wie machen wir das? Ich musste mir nur gerade vorstellen, wie du halt furzt und dann tot umfällst.
Ja, ich hab halt. Danke. Ja, passiert nicht mehr. Was war das denn jetzt? Ich weiß es nicht. Kannst du dich plötzlich porten? Ich bin halt Portier, ja. So, warte, warte. Wir probieren das jetzt nochmal. Wir probieren jetzt mal Folgendes. 3, 2, 1, bam. Es ist... Vielleicht geht's auch nur mit einer. Vielleicht müssen wir das... dürfen wir nicht beide machen. Beide... Vielleicht dürfen wir nicht beide diese Granate da hinlegen. Ich hab's geschafft. Ich hab Feuer gemacht. Du Märtyrer, du. So. Ich hab Märtyrer. Es wird eine Religion wegen dir errichtet. Ja. Errichtet. Jemand baut da eine Religion hin. So, was. Ach so. Ups. Wollt, im Zweifelsfall Ups. Sprengen. Ja, wir müssen das da reinrollen. Elende Pyromanen. Es tut mir leid. Nein! Ungeschickt. Ungeschickt. Jetzt müssen wir von vorne anfangen, bestimmt. Och, nee. Nein! Das ist doch nicht der Ernst. Es gibt Momente, in denen möchte ich gerne alles, tot sein. Alles hinschmeißen. Ja, mit der Kugel fangen wir an. So. Boah, diese Dinger, ne? Welche meinst du? Diese platzenden Hämorrhoiden-Dinger. Die werden uns jetzt noch weiter begleiten übrigens. Kann ich schon mal spoilern. Och nee. Doch, doch. Nee, nee. Aua. Stinksauer bin ich. Boah, das meinen die doch nicht ernst. Ich verstehe es auch nicht. Wieso funktioniert denn das nicht? Nee, nee. Spiel sagt eindeutig nein. Das Spiel gerade einfach nur so. Es ist Obst im Haus. Wie es ja doch sehr überzeugend mitgeteilt hat. Okay. Ja, tschüss. Okay, jetzt so, aber. Jetzt. Vorsicht. Genau. Okay. Oh, ich habe Feuer weggemacht. Oh Mann, ey, das hat jetzt gedauert. Und das alles nur für dieses komische Ding hier. Steinfeder, ja super. Die benutzen wir ja noch nicht mal. Okay, ja, wie jetzt? Das war alles? Das hier? War alles optional. Boah, wie. Okay. Ich tu mal so, als würde ich das voll unterstützen. Geil, oder? Ist schon geil. Wo kamen wir denn jetzt her? Da müssen wir lang, okay. Genau. Oh, der Sumpf ist ja mal ein bisschen ein neues Bild hier. Seht nur, wie das Land verrottet, während der Spiegel stärker wird. Und jetzt kommt meine Rache über diese Welt. Welcher Spiegel denn jetzt? Ich hab keine Ahnung. Das Ding aus der Story, glaube ich. Okay. Es gibt eine Story? Wo steht die? Ich habe das Buch nicht gelesen. Kann ich das trotzdem verstehen? Verfolgen Sie Xolotl. Finden und öffnen Sie erst der drei großen Tore. Ja, es müssen natürlich drei sein. Ja, das sind halt dann immer diese dämmchen, diese wunderbaren Objectives. Objectives? Objectives. Das ist ein objektivorientiertes Spiel. Danke. Was ist hier los? Ich hab nichts. Ich hab keine Kekse in der Tasche. Ich bin gleich tot. Ich nicht. Oh. Sterben die eigentlich auch an der an diesem Mief-Zeug? Nee, irgendwie nicht, ne? Also die stinken selber so krass, das kriegen die gar nicht mit. Die merken das gar nicht mehr, nee. So. So. Super. Da ist noch eine Kiste. Boah, hast du das gesehen, wie das da oben weggeflogen ist? Ja, das war. Geil, Explosion. Da halt noch was runterkam. Naja. Explosion, geil. Geil, geil. Finde ich. Oh, Minigun. Oh. Granatwerfer. Nee, keine Minigun. Granatwerfer. Tschüss. Ich hätte gerne den Flammenwerfer ausgetauscht. Ach so, da gibt's.
habe, hast da noch Garantie drauf. Wieso? Der war doch... Egal. Ich dachte, der war jetzt eben auf der ersten Seite nicht zu sehen. Ach so. Am ersten gucken. So, jetzt zeig ich mal, was ist das da? Ich würde vermuten, wir müssen sprengen. Mit dem Granatwerfer geht das, sagt das Spiel. Warte. Ach so, verstehe. Genau. Tada! Ich glaube, das Ding war auch, abgesehen von diesen Objectives, ziemlich cool. Der Granatwerfer. Okay. Aber ich kann nicht, ich kann das jetzt nicht garantieren. Finden und öffnen Sie das zweite. Das kam jetzt überraschend. So. Ja. In den Arsch geschossen. Ja. Habe also, ich das verdient, wirklich. Ja, natürlich. Man kann sich offenbar damit auch gegen. Boy! Ja, das meinte ich halt. Dieses Ding ist, wenn man den trifft, super. Nun, ich sehe es. Ja, es ist halt gegen Einzelziele natürlich Quatsch. Ist ja klar. Verschwendung von Munition. Ich habe übrigens mehr als du. Übrigens hatte in den Kommentaren ein Zuschauer geschrieben, dass man da bei dem Spiel wirklich nicht mit Munition geizen muss. Also, dass es Schwachsinn ist, da jetzt immer nur die Pistolen oder die Standardwaffe zu benutzen. Hätte ich jetzt auch so gesagt. Ja. Also, wir kriegen ja wirklich... Reichlich. Und ich meine, wenn die Munition leer ist, Munition. Okay, ich bin instant tot, wenn ich da reinlaufe. Ich bleib mal hier, weil ich kann nicht zu dir, ohne zu sterben. Okay. So, man bekommt ja genug Munition eigentlich. Da kann man also nicht hin, oder was? Ach so, ja gut. Ups, ich bin gestolpert. Kann auch nicht hin, leider. Ja, leider musst du leider tot bleiben. Leider. Leider, leider. Es ist die Leiter. So. Das. Ich war stinksauer. Das war nicht lustig, Mann. Okay, Entschuldigung. Sei doch mal lustig, ja. Nee, das versuche ich schon seit 3 Jahren auf YouTube. Das hat nie funktioniert. So. Die Leute gucken meine Videos nur aus Mitleid. Du kennst das Phänomen. Ja. So. Ach, ich kenn das. Ist das so? Ja, da war ein Schädel. Wollen wir die Schädel eigentlich immer noch alle sammeln? So. Das bringt zwar jetzt nichts. Ich find's übrigens schade immer, wenn bei Spielen so... Oh, du bist aber schön. Mein Fallout-Charakter. Wenn's bei Spielen... Find ich's immer schön, wenn diese ganzen Items, die man so... Ups. Diese ganzen Bonus-Items, die man einsammeln kann, irgendwie auch einen Bonus bringen. Boy. Ach nee. Boah, ist das nicht nervig? Ist das nicht nervig? Mit diesen zusätzlichen Gaswolken überall? Ja, ist es. Das ist, glaube ich, wenn du im Duden nach Nervigkeit dudelst, suchst. Doodle ist doch dieses Umfragentool. Echt? Ja, ja. Das heißt Nudel. Wow. Wow. Ups. Nun. Oh. Okay. Also. Boah, man kann sich ja anscheinend mit diesem Granatwerfer auch noch gegenseitig in den Rücken schießen. Ja, das habe ich doch eben an dir demonstriert. Ja, ja, ich weiß. Och nee. Was soll denn das? Achso, ich lebe hier. Ja, ja. Komm schon, stirb. So, ich habe jetzt keine Granaten mehr. Aber der Typ ist auch tot. Ob es da wohl einen Zusammenhang gibt? Jetzt lichtet sich der Nebel. Boah. Puh. Kinder. Nee, warte mal. Erstmal die Munition wechseln. Die kannst du dir holen. Danke. Da ist noch mehr. 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 Das ist doch eine Kugel. Ich hol die mal. Ist die cool? Was kann die so? Gut. Ich kann damit G-Schnappplatt holen, glaube ich. Geil. Und dich auch. Danke. Komm ich da durch? Nee. Wo muss ich denn die Kugel hinrollen? So ganz kann ich es mir gerade auch noch nicht denken. Oh nee. Oh nee. Oh.
Gaswolken überall. Alle müssen furzen den ganzen Tag. Wir haben alle zu viele Bohnen gegessen. Da kann ich, glaube ich, nicht hoch. Du kennst ja den Spruch. Entweder du isst die Bohne oder du wirst von der Bohne gegessen. Ach so. Nein, das ist irgendwie kacke. Egal, Wieso muss ich jetzt an dieses coole Kartenspiel denken, das ich früher mal mit einer Freundin gespielt habe, Bonanza. Kennst du das? Nein. Das ist voll witzig. Ging's da auch um Bohnen? Ja. Oh. Da ging's um Bohnen. Also das war, ist ja dieses Wortspiel mit Bonanza, ja. Gibt's ja, das ist ja dieser Western, Western-Serie. Und da gab's halt dann so ein Kartenspiel, wo man irgendwie mit so Western-Style-Bohnen spielen musste. Das war voll witzig. Aber dass die sich über einen Bonanza witzig machen, ne? Das ist irgendwie eine bohnenlose Frechheit. Eine Bohnen... Aua! Findet der auch? Ja, er mag Bonanza nicht. Was ist jetzt eigentlich installiert? Explodiert. Installiert? Ja. Immer wenn der PC von jemandem explodiert, frage ich halt, was er installiert hat. Das ist doch logisch. So. Nein. Hallo, wir sind wie am Anfang. Ja.